Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Minecraft ist ganz normale Minecraft Vanilla. Und ja, einige wenige, die mich hier schon verfolgen, wissen, wo ich bin. Ich kann ja schnell mal so einen Rundgang machen. Wir sind hier unterm Wasser. Hier, wie ihr seht, über uns ist ein Schiff. So. Na, hier haben wir so ein kleines Dörfchen unter Wasser errichtet. Hier sind Häuser, Lager. Da hier auch noch ein paar Häuser, die sind alle noch nicht ganz eingerichtet, wie ihr seht. Die sind noch nicht fertig. Also die Fassade steht, aber innen ist noch nicht so viel los. Ne? Hier sehen wir gut sehen. Da, Moment mal, da oben ist er. Kann hier nicht auch elektrisches Licht rein müssen? Muss ich nochmal gleich mal gucken. Oh, hier ist kein elektrisches Licht eingebaut worden. Ach, hier auch nicht. Muss ich mal gucken. Vielleicht bin ich hier irgendwo. Woanders mit dem elektrischen Licht, wenn ich den ganz weg. Sind wir nach oben. Also das Haus ist größer als man denkt, weil es eben halt an der an der Felswand gebaut. Das lässt dann Sachen ermöglichen, eben Ofen ohne Ende. Ne? Also, ich wusste gar nicht mehr, dass ich hier so Ofen hatte. Schon ganz vergessen. Hier war ich lange nicht mehr drin. So, hat man so einige Möglichkeiten hier, diverse Orte zu erschaffen. Ne? Und das ist hier die Oberetage. Das Treppenhaus ist auch, wie gesagt, nach innen verlegt worden. Spart natürlich tierisch viel Raum. Ja, so. Und hier sind die Lampen. In den Nachbargebäude kann man diese Lampen sogar ausschalten. Das ist aber nicht so schön. Ich habe es mal probeweise gemacht. Das spawnt dann gleich wie verrückt die Monster. Und hier geht das noch in einen noch nicht ganz zu Ende gebauten Bereich. Hier wird noch weiter ausgebaut. Ja, ich kann hier noch diverse Räume noch rein. Muss mal gucken, was wir hier noch weiter machen. Das sind jetzt immer hier noch viele Abschnitte, wo man noch Räume einbauen kann. Das bleibt schon ein langer Schlauchgang. Da werden noch viele Räume eingerichtet. Also, so wird das Gebäude größer, aber von außen sieht das dann noch eigentlich sehr klein aus. Ne? Ja, wir müssen das wie gesagt noch einrichten. Ich habe noch nicht so die richtige Idee dazu. Wenn einer von euch Ideen hat, kann das da gerne posten. Hier ist schon ein bisschen eingerichtet, so ein bisschen so gaststättenmäßig. Und hier ist auch das elektrische Licht. Ich zeige es euch gerne nochmal. Was hier? Ja, mal hier. Achtet drauf, hier. Lampen an und klack. Und dunkel. Naja, mehr oder weniger schöne Fackel am Tisch. Ja, das ist nicht ganz so dunkel. Wo habe ich dann den Fackel hingestellt? Weil der Raum insgesamt trotzdem zu dunkel war. Ja, okay. Hier geht es auch nochmal rauf. So, ja, hier schön. Bildern. Und so, zwar hier dieselben Bilder. Das okay. Ja, auch ein bisschen doof, dass da dieselben Bilder hängen. Na, egal. Mhm. Oh, schöne Bilder, muss man sagen. Ja, schön. Hat was. Ja, ich weiß. Also, ich finde genau das halt dabei. Was sind jetzt. Was steht da? Was? Kenne den Feind? So wirst du siegen? Ja, okay. Ja, das kann einen Vorteil haben. So. Und hier eben auch ein Schalter für das ganze Licht. Da wäre der Stockbooster drin. Und in wenigen Minuten würde hier Creeper und sonst was spawnen. Deswegen machen wir es auch schnell wieder an. So. Also Licht aus und Energie sparen. Also ist hier in diesem Spiel nicht drin. Zeigt normale Türen. Also schon sehr modernes Gebäude hier. Ja, aber ist ja auch hier die Umwelt geschuldet. Das ist hier. Das muss sehr moderner sein darf. Und hier geht es weiter. Ich komme hier wird eben halt. Ja. Hier möchte ich das ermöglichen, möglichst größer. Ermöglichen, dass große Gebäude gebaut werden können. Oder richtig mit vielen Etagen. Deswegen muss hier alles noch rausgeklopft werden. Also hier alles, ganze Stein. Alles raus. Raus. Ist ungefähr. Ist ein Grundstein. Ne? Ein Chor. Ein Grundstein. Möglichkeit haben, einen Steinrand zu haben, um eben. Da kommen wir gefallen, schade. Ja, retten wir.
Zigarette und klingt sie an die Wand. Das ist einfach eine Fackel, auch wenn man sie gesteckt hat. So. Mhm. Ich brauche natürlich auch gerne viele Viecher. Das ist relativ gut ausgeleuchtet ist, aber wie man sieht, da hinten ist zum Beispiel ein Schattenbereich. Aber das ist auch nicht ganz schlimm. Ich will es auch nicht 100%ig vermeiden. Halt, damit wir eben halt noch ein paar Punkte abgreifen können hier. Werkzeuge jetzt wirklich mal reparieren, wie es geht. Nachher ist Werkzeug schon ziemlich runter und ja, das bedarf dann kleine Warte. Hier muss noch Stein rein, habe ich glatt Stein mit? Nein. Gut. So, also das war jetzt zu diesem Bereich. Ach ja, hier mein Haus hier ist auch fortgeschritten. So, wir haben hier nochmal einen neuen Spieler mit dazu bekommen, das heißt 41. Das ist, ja. Das ist ein Freundschaftsaccount, den habe ich noch zugekauft. Benutzt den eben halt, dass bei mir Freunde, meine Familie sind und spielen wollen, meine Runde auf dem Server. Dass ich dann eben halt diesen Account habe. Ja, und in dem Fall spielt tatsächlich ein Simon vorrangig diesen Account. Aber spielen nochmal andere kleine Gäste hier. Und halt mein Sohn, die Freunde meistens hier so im Bett schlafen, das ist gut. Viel zu schnell, ich weiß. Also wir sind jetzt hier in der ersten Etage, ne? Also nochmal hier gehen wir runter, hier geht's runter. Wir gehen hier noch runter. So. Also hier, Erdgeschoss, ne? Hier richte ich so kleine Räume ein hier. So. Wenn es nicht so eine große Fläche ist. Und hier geht's in einen Vorraum, dann zum Keller runter. Den wir vielleicht auch mehrere Etagen tief machen. Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich ja. Nicht aus mehrere Etagen. So, und dann geht's hier hoch. Und da ist auch nochmal ein Wuffi und hier habe ich dann auch weit gefertigt. Hier sieht es auf die Doppelverglasung. Aber das ist einfach die Glaswand von den anderen. Von der Außenwand. Ja. Und, ich glaube, die Fläche ist ein bisschen zu hoch. Das aber es sieht gut so aus. Und was ich hier oben reinmache, ich weiß es nicht. Ich baue einfach die Gebäude hin und die, ja, habe ich irgendwas zu essen für dich mit? Was Leckeres. Nee, ich habe nichts Leckeres mit, tut mir leid. So. Okay, genau, ein paar Items ablegen. Halt, tut so. Hopp, und dann laufen wir. Auch viel gespawnt, aber Moment geht. Wo es jetzt ziemlich stark ausgeleuchtet ist, oder? So. Wir haben so ein paar Sachen drin, die wertvoll sind. Die tun wir hier rein. Reisen lassen wir in der Tasche. Das brauche ich eh gleich wieder. Und der andere Kämpfer kann hier rein. Wie hier Rüstungsteile hier. So. Spitzhacke behalten wir ja bei uns. Schaufel auch. Damit gerade keine mehr. Ja, noch ein paar Schuhe. Achso, das machen wir mal so hin. Ich muss hier immer noch einen Helm rumfliegen. Ja, einen Lederhelm haben wir hier. Und hier noch ein bisschen Leder. Das können wir auch hier so rein. Hier können wir reinschmeißen. Reinpulver können wir reinschmeißen. Hübsche Auge hier, zack. Pfeile. Noch einen Bogen an. Ich glaube, da müsste ich jetzt noch verzaubern. Und einfach einen Bogen ist auch langweilig. Wir sammeln erstmal Pfeile. Oh, die können wir zusammentun. Dann haben wir eine schlechte. So. Gewiebe rein. Also, wie gesagt, behalte ich bei uns. Schild behalte ich auch bei uns. Packen wir noch ein paar mit. So. Ja, und das machen wir heute. Ausgerüppelt, das ist schon nicht schlecht. Dann brauchen wir Eisen und Gold. Dann mangelt es nicht. Goldene Äpfel haben wir hier am Start. Das ist auch. Okay, ich wollte jetzt erstmal die beiden Schunden hier. Geht gar nicht. Es geht nur. Ach, muss ich hier schon. Ich weiß. Sag nix. Sag einfach nix. Was ist das denn hier gewesen? Eine Eisenschaufel und das ist eine Steinschaufel. Die verbrauchen wir zuerst natürlich. Steinschaufel. So. Ja, achso, hier kann man übrigens auch dunkel machen. Aber hier wird es nie richtig dunkel wegen den Lava. So.
Ja. War so eine Zeit, wo wir uns viel um Rettung und Schaltung gekümmert haben. Wir haben ja auch da hinten einen Tunnel, das ist ähnlich. Ausgestattet mit Lichtschaltern und so. Jetzt müssen wir noch weitergebaut werden. Oh, was haben wir da oben hängen? Da ist noch ein paar da oben. Schon einer runter. Der zweite folgt zugleich, ja. So. Tut mir einen Gefallen mit. Weil, dann ist er schon mal tot. Die Fallschaden allein sind ja schon runter. Ist klar. Sonst irgendwas aus mir am Kopf fallen lassen. Ein Creeper wäre schlechter. Da oben hängt eine Spinne rum, okay. Jetzt können wir die beiden zusammenführen und eine. Augenblick. Nein, das Eisen und der Stein. Geht natürlich nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Und das geht auch nicht. Dann hat sich das erübrigt schon, oder? Eisen. Eisen, ach, das geht aber. Das geht. Wasser, Stein, Stein. Gut. Ja, ich hatte wohl kein Eisen in der Tasche. Also spontan. Primitives Werkzeug gebaut. Ja, gut, kann auch nicht schaden. Da haben wir so ein bisschen so alt aussehenden Stein. Kann man auch gut gebrauchen. So. Lassen wir mal so. Das wollte ich euch noch zeigen. Jetzt haben wir, wie sieht es hier aus? Mir ist wohl ein bisschen was schief gegangen. Was sein? Hallo. Warum macht sie das? Komm schon die nächste. Komm runter. Komm her zu mir. Zack. Da haben wir. Huch, jetzt haben wir hier einen Fehler. So viel. Ich glaube, hier die Reihe ist Getreide. Ne, hier sind Kartoffeln. Okay. Hier sind Kartoffeln. Auch keine fertig, ne? Doch, hier sind noch Kartoffeln. Zack. Alles klar. Ach ja, die Getreide packen wir hier rein natürlich. Hier so. Das ist auch im Sommer. Zack. Decke rein, schmeißen wir hier oben rein. So einfach ist das. Die wesentlichen Blubschaugen schmeißen wir hier rein. Ach ja, ich zeige euch nochmal eben nochmal den Bahnhof. So. Also hier, ne? Hier geht die Tür nicht zu. So, kommen wir, ne? Kommen wir warten. Öfchen, können wir uns ein bisschen warm machen. Jetzt noch ein bisschen hier so. Wartet auf den Zug. Naja, und wir warten leider fährt hier kein automatischer Zug hier hin. Dann ist der. Nein, das ist das Ding. Nee, der hat überhaupt keine Funktion mehr. Der hätte damals eine Rettungsschale ausgelöst. Dann kann man losfahren. Haben wir nicht mehr. Benutzen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. So. Genau. Hier schalten wir alles aus. Und hier kann man nicht mehr schalten. Alles aus. Hier werden auch dann die Redstone-Schaltung der Gleise deaktiviert. Dann funktioniert gar nichts mehr. Zack, zack. Mal kommen, aussteigen. Genau. Dann die Gleise aus. Dann kann man hier nicht mehr fahren. Sollte jedenfalls. Aber kein Unterschied. Eigentlich sollen die Gleise dann aus sein. Ja, ich habe so meine alte Krankheit. Okay. Und das ist fürs Licht. Nehmen wir das Licht aus. Kannst du schön sehen. Wenn es dann dunkel wird. Sollten wir natürlich auch nicht zu lange lassen. Dann haben wir nämlich dann bald ein Problem. Die Viecher noch bleiben. Das ist wieder hell. Okay. So. Hier haben wir noch einen Schalter angebaut. Und hier.
Ja, das wollte ich euch mal so ein bisschen gezeigt haben. Und ja, geht eigentlich jetzt weiter mit meiner Arbeit. Diese spezielle Zeit allerdings schon mal Schrott in der Wüste. Einfach zaubern sie jetzt nicht. Dann müssen wir weg. Dann wartet eine leckere Spinne auf uns. Dann müssen wir einfach mal weg gleich. Schalten kann sein. So. Okay. Und dann heften wir hier dann an die Wand. Okay. So. Oh, Life is Good habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Ja, ich habe ein Problem. Update und so klappt im Server, aber irgendwie habe ich immer die falsche Vision. Also nicht passend zu der Server-Vision. Also irgendwie schnalle ich das wohl nicht, wenn man das nicht kann. Sorry, ich habe alles gut. Was für ein Arbeit ist der Krieger verschwunden. Da ist er irgendwo reingefahren, der Krieger. Zack. Dann schnappen wir uns mal ein Skeletto. Dreh nicht um. Halb so. Zu spät. Sehr gut gemacht. Den haben wir. So, dann können wir ja noch ein bisschen Steine kloppen. Haben wir bestimmt voll Bock drauf. Ein bisschen Steine kloppen ist ganz toll. So, also pass auf, wenn ich irgendwo runterfallen. Kohle. Ja, gut. Kohle kann ich ja nicht nein sagen. Ich muss mal ein bisschen freilegen. Das ist ja irgendwie ein bisschen wertvoll geworden gerade. Ich habe jetzt halt sehr wenig Kohle. Nicht, weil ich wenig Kohle finde, sondern einfach, weil ich viel Kohle verbrauche. Hier möchte ich später das Wasser runterstürzen lassen. Ja, muss man die Wand hübsch machen. Ein bisschen gespoilert, ne? Weil ich eigentlich gar nicht verraten. Ist abgetan. Wir brauchen wir keine Sorgen machen. Seltensten Fällen gucken dieselben Leute das Video, dasselbe Video oder das Video davor. Das ist ja wahrscheinlich immer Zufall, Treffer, dass hier mal Videos gesehen werden. Wenn überhaupt ganz. Steht.
hier mit drin spielt. So, dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen frei liegen hier. Und die kann ich ruhig kaputt hacken, weil das hier, die ist nicht entschadet oder so. Oh, hallo Krüger. Kannst ruhig hier hochgehen, ehrlich gesagt, ich habe überhaupt kein Problem mit. Na komm. Oh, bin ich runtergefallen. Oh, das ist aber nicht so gut. Das gefällt mir gar nicht. Muss da lang. Weil ich mir im Kopf fällt und hochgeht, ist ja doof. Wo ist er? Das heißt, ich nicht. Na gut, schnappen wir uns den erstmal. Warte. Da ist er, ja. Ah, jetzt wieder. Hopp. Na, ist einfach nicht hochgegangen. Ja, hochgehen macht für mich einen Gefallen, aber ein paar Steine weg, ne? Aber andersrum kriegt er einen schönen Punkt, der ja nicht. Wollt was essen, kleinen Snack. Und ein paar von Brote reinschieben, so. Oh, hier geht's auch runter. Hier geht's auch runter. Gucken wir weiter. Ja, hier ist Ende. Hier können wir mal Robin gehen wieder. Hm. So. Naja. Wenn ich ja so Stück für Stück mal runter arbeite. Also, mal für mich, würde ich sagen. Dann gehen wir im Kreis und hauen wir die Scheine weg. Das ist natürlich relativ langweilig. Ich mache das auch meistens offscreen. Dann kommen auch nicht so viele Folgen. Aber leider, wenn ich dann voll mache, ist es aber auch gleich meistens schnell getroffen. Das ist echt natürlich wieder ein übertriebenes Projekt von mir ist. Ja, ich glaube, der lange Tunnel zum Ballastdorf. Wenn wir ja bald wieder hin müssen, das müssen wir ja bauen und probieren. Die läuft schon zu spät. Ja, aber. Weiße Wäsche, ja doch, tut mal so eine weiße Wäsche. Alles muss ich kümmern. Alles. Weiße Wäsche, werde ich heute vielleicht noch waschen. Heute ja. Immer so zwischendurch weiße Wäsche. Einmal die Woche in der Regel. Ja, weil weiße Wäsche haben wir nicht so viel. Muss eine Maschine ergeben. Zur weißen Wäsche kann ich nichts anderes zu tun. Außer weiß. So. Nee, das ist keine weiße Wäsche. Na gut, extrem helle Sachen gehen auch, aber. Was ist denn da los? Oh, ich muss so viele Steine kloppen. Ich muss das Liebste auch, glaube ich. So. Ich muss ja ganz runter, ein bisschen Deadrock. Nö, ich weiß nicht genau, Blöcke. Kann man bestimmt über Wikipedia herausfinden, wie viele Blöcke tief das ist, oder? Richtig, meine Kraftsüchtigen wissen das so. Nein, will ich nicht wissen, ist ja auch mir egal. Ja, ich habe jetzt nur gerade schlechtes Werkzeug, ist auch ein bisschen länger. Ich habe auch keine Lust, meine Punkte jetzt für effektive Werkzeuge auszugeben. Nur noch ein paar Stück reparieren. Ja, Steinwerkzeug, das ist suboptimal. Das dauert zu lange. Hier, Eisen ist okay. Ich finde zum Glück auch immer wieder Eisen. Ich habe auch Eisenreserven mitgebracht im Tunnelbaum. Das heißt, ich habe einen Mangel nicht so ein Ding. Ja, aber ich habe meins alles mitgenommen. Tiefe da und was in Mine. Kann ich machen. So. So. Okay, da haben wir eine kleine. Mann. Ja, sehr schön. Ich freue mich. Ja.
tut. Ja. Das ist aber sehr freundlich von dir, als du mich hier unterhältst. Aber ich versuche gerade eine Aufnahme zu machen. Oh, das ist ein Spinne. Spinne, will ich töten? Spinne töten. Ja, ich mache gerade eine Aufnahme. Ich kann mich so gerade nicht rein. Okay, ja. Okay. Achso. Ist dein Kopf hier hochgefallen? Ich brauche eine neue Spitzhacke. Na, super. So, nee, ich schneide nicht. Und da kommt raus, ich schneide nichts raus, dann bleibt so was. So. Und dann brauche ich neue Spitzhacken. Ich kann auch hier die hier alle mal reparieren können. Das geht. So, was kostet denn das an Eisen? Das zu reparieren. Moment. Brauche ich was anderes oder reparieren? Was ist das? Eisenspitzhacke. Kann ich die denn reparieren? Was war das denn noch? Oh, mit Eisen zu reparieren. Ist da noch was zu wenig Eisen? Was ich mehr Eisen haben für? Also für Eisen habe ich jetzt nicht da. Aber mal sehen, gleich habe ich Eisen dafür. Was will ich Eisen nicht dafür brauchen, das zu reparieren? Oder kann ich das gar nicht mehr reparieren? Eisen rein, hier? Auch umgekehrt? So? Ah, so. Wie ist denn das? Halbkarte? Ne, die machen natürlich nicht. Die auch kaputt machen können. So. Genau. Dann repariere ich natürlich. Die ist repariert. So, nächste. Dann ist UF toll. Halbkarte 1 nur. Zen 2 nur. Das hier, das ist gut. Hä? Ich brauche 5 Erfahrungspunkte. Habe ich keine Punkte mehr? Was? Ich habe keine Punkte mehr? Hatte ich keine Punkte mehr. Wie scheiße. Ich konnte nur eine reparieren. Wie kacke ist das? Ach, wie schade. Ich konnte nur eine reparieren. Also die kommt wieder hier rein. Die kommen hier wieder rein. Da habe ich jetzt eine reparieren können. Super. Dann bauen wir uns nochmal ein paar neue. Einfache. Und dann brauche ich auch erstmal eine Pause. Habe ich genug für heute. So. Wieder reingequasselt hier. Nein, gleich. Ja, es ist gut. Ich bin blau fährt. Du hast meine Nerven. Alles klar. Habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Junge. Ciao.